ich habe das Gefühl, dass der Jesus kein Hater ist, so, sondern mehr ein Fan. Aber ich muss sagen, ich mag die voll, die Sprüche von Leon Lauter. Der hat voll so ein Händchen dafür. Bruder, wo ich das gesehen habe, so, ich kann dir gar nicht böse sein, Digga. Sag ich dir ehrlich, das ist doch voll süß, Digga, irgendwie. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen offener geworden, so, ne? Und hab mir gestern mal, der Jesus, der Jutzte, der hat mal wieder auf ein Video von mir reagiert, so. Dann habe ich mir mal so die ersten 5 bis 10 Minuten habe ich mir mal reingezogen, so, ne? Und ich sag dir ehrlich, also Hand aufs Herz, Freunde, wir können das mal kurz zusammen gucken, so die ersten paar Minuten. Ich habe das Gefühl, dass der Jesus mehr eigentlich kein Hater ist, so, sondern mehr ein Fan. Ich glaube, der will einfach Aufmerksamkeit von mir oder so, weil er mich fühlt, Bro. Jetzt ehrlich. Wir gucken mal nur kurz rein und das ist auch nicht böse gemeint oder so, ne? Aber ich habe das mir angeguckt und dachte mir so, Bro, das ist eigentlich süß. Jetzt ehrlich. So, also meine Freunde, der P. Diddy-Fall und die wahren Hintergründe. Eine Reaction von Leon Lovelock, die ich mir jetzt hier nüsslich mit meinem Brüderchen in die Köster reinziehen werde. Richtig geil. Let's go. Das spielt keine Rolle. Yo, was? Hast du gemerkt, Bruder? Der ist am Start, Bro. Der rappt sogar meinen Song mit und so und fühlt es voll. Ich in die Köster reinziehen werde. Richtig geil. Let's go. Das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen. So. Eine weitere Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles. Das ist doch geil, Digga. Der pusht mich doch, Digga, eigentlich im Endeffekt. Liebe geht raus an die Community. Und zwar habe ich den zweiten Kanal von was ich mich immer frage bei solchen Geschichten, so, ich will ja jetzt gar kein Fass aufmachen, so, ne, aber was ich mich immer frage, wie kommt man auf die Idee, die ganze Zeit auf irgendjemanden zu reagieren, den man an, ich verstehe das nicht, Digga, ich verstehe dieses Game einfach nicht so, weißt du? Ich mache ein Video, wo ich reagiere auf ein Video von jemandem, der ein Video gemacht hat über P. Diddy und die reagieren auf meine Reaktion zu diesem Video, so. The fuck, bro? Never play yourself. Jesus tippt 1 Euro. Ich bin ein Fanboy. Wieder Yassin, Digga. Ich küsse dein Herz. Du Trotz. Du warst auch der Letzte, der gesagt hat, Mercedes tippt 1 Euro und sagt, ich will ein Kind von dir mit diesen Dings, ne? Mit diesen Klammer auf, Klammer zu und so. Doku. Hey, was ist mit seinem Sound los? Der Sound kommt gerade nicht von dem Mikrofon, an dem sein Mund ist. Checkst du, der Sound kommt gerade von der Kamera. Er ist voll investigativ unterwegs. Bruder, ich küsse dein Herz, Digga. Mein Mikrofon war kaputt, ich habe ein neues gekauft. Guck mal, wie er jetzt reingeht. Der stellt richtige Verschwörungstheorien auf, der Cousin. Offen. So. Und das sind 2 Videos über den P. Diddy-Fall, die mich persönlich selber interessieren. Er merkt es aber selber nicht. So, das ist so ein bisschen so Onkel-Style, gell? Vor allem hat er das Mikro auch so richtig nah, gell? Und man merkt... Die gehen voll jetzt darauf ein, Digga, und die haben nicht mal gerafft, dass mein Mikrofon kaputt war, einfach nur. Meine Kamera hat gar keinen Sound, Bro. Normalerweise müsste der so klingen. Ja, mein Name ist Leon Lolo. Und der macht... Bruder, jetzt reden die 20 Minuten darüber, dass ich denke, dass mein Mikrofon funktioniert, aber der Ton eigentlich aus der Kamera... Bro... Noch näher, weil er denkt, es so, oh, hallo. Ja, weißt du, wie der ist? Guck mal, mach mal das Mikrofon ganz nah an deinen Mund. Hallo, 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 hallo. So, jetzt, okay, ist laut genug jetzt. Super. Geil. Okay. Ja. Deswegen ziehen wir uns das jetzt rein auf entspannt. Das erste Video heißt P. Diddy, bald im Knast, Fragezeichen. Das zweite heißt P. Diddy und Meek Mill Audio Leak. Cat Williams, Shook Knight und 50 Cent äußern sich. Ich weiß noch nicht, ob ich die... Meek Mill. Das klingt wie so ein Menü bei McDonald's. Ich hätte gerne einmal das große Meek Mill mit Junior-Tüte und Avatar-Spielzeug. Ich
tendiere gerade dazu, aber wir gucken mal. Wir gehen mal in das erste Ding jetzt rein. Ich liebe euch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Das ist auch die ganze Zeit mit seiner Cam. Die ist ja komplett am Durchdrehen. Wieso? Immer so scharf, unscharf. Passt die Autofokus. Passt die ISO an die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich, guck mal, wahrscheinlich, weil er ist ja in Mexiko. Du warst ja jetzt kürzlich erst selber genau dort, wo er auch ist. Und dort ist die Sonne so stark, dass diese Dinger hinten, diese Vorhänge, weil die sich immer wieder vor und zurück bewegen, da kommen immer wieder so Lichtstrahlen durch. Und die sind halt wahrscheinlich so stark, dass sich der ISO-Wert von der Kamera automatisch versucht anzupassen. Das kann sein, ja. Ist es da hinten sein Bett? Ja. Seine Küche? Der ist umgezogen in ein anderes Airbnb. Ach ja, genau, das sieht irgendwie anders aus. Ja, ja. Bruder, Digga, ich habe ein Video gemacht, wie lange geht das Video? Das Video geht irgendwie 15 Minuten oder so, ne? Die haben deren Reaction, Bruder, deren Reaction geht eine Stunde und 28 Minuten, Digga. Weil die über mein Bett reden und über die Vorhänge hinten. Wie schläft er immer in Airbnbs? Das ist meine Vermutung, weil, also ich war ja damals auch dort, wo er war, du warst jetzt auch dort und dort gibt es zwar normale Hotels, Bro. Es gibt eben auch so Apartments, ich hatte beides, ich war sowohl in einem Hotel als auch in so Interesting, Bruder, interesting. Und diese Apartments sind halt A, viel günstiger und B, die sind halt voll praktisch, weil du hast... Ich glaube, Jesus hätte auch Bock hier zu sein, so. Ich glaube, der hätte auch Bock hier zu sein, so zu chillen in Mexiko, dies, das und so. Der hört sich schon euphorisch an, ne, wenn er darüber redet. So, da gibt es Apartments und da gibt es Airbnbs und Hotels und so, dies, das. Küche, du hast oftmals... Der andere Cousin war gerade hier, sagst du? Waschmaschine, du kannst dort, wenn du länger dort bleibst, du kannst auch deine Sachen waschen und bla. Und der bleibt ja, keine Ahnung, der fast das ganze Jahr da. Der kommt. Guck mal, das ist krass, ihr müsst euch überlegen, ne? Ihr müsst euch mal überlegen, ich habe noch nie was über diesen... Jayas tippt 1 Euro. Ich sehe aus der Vogelperspektive wie eine Kniescheibe aus. Bruder, Bro. Digga, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich eigentlich... Yassin, ich bin behindert, Bruder. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Ding... Ich habe noch nie was über den Typen gesagt, so, ne? Bis zu dieser einen Reaction, die ich gemacht habe, über sein Corona-Ding damals und so, wo wir diese Aufarbeitung gemacht haben, ne? Und die sind in meinem Leben aber voll involviert, so. Die wissen, wie lange ich hier in Mexiko bin. Die wissen, warum ich in Airbnb, dass ich meine Wohnung gewechselt habe und so. Bro, obsessed irgendwie, weißt du? Ich frage mich halt, wie das geht, Bruder. Keine Ahnung, Bro. Es ist für mich so ein bisschen unerklärlich, wie man sich so reinsteigern kann auf eine Person. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ja. Naja, okay, alles klar. Ich zitiere, dass immer mehr von dem Shit in der Entertainment-Industrie auf jeden Fall rauskommen wird, ne? Ich glaube, zu wissen, dass auch so ein Jay-Z und so auf jeden Fall ein paar Machenschaften im Hintergrund am Laufen hat, die bald... Du musst auch lachen wegen dem Mikro, gell? Er merkt es auch so, er nimmt es auch noch so näher ran, gell? So. Die Mikrofonverschwörung. Hat der da jetzt Spülmittel eigentlich? Nee. Eventuell. Bruder, jetzt ist es voll lustig, ja? Guerro. Ich piss mich weg, Bruder. Ah. Guerro. Ey, sag mal, hat dir das auch so gefallen, wie die immer das R rollen? Ja. Die machen das so anders als die Griechen. Die Griechen machen ja Brosa, ein. Die machen Perro. Das ja, ist ich weiß. Das R. Auf Griechisch ist es nur ein R. R. Bei denen ist das R. R. Yeah. Das ist wie so ein Maschinengewehr. Yeah. La guerra, la ferte. Das ist richtig geil, wie die das sprechen. In Mexiko finde ich es auch sogar noch geiler als in Spanien. Ja. Werden. Es ist ein wildes Jahr, meine lieben Freunde. Wir gehen rein. Peter geht los. Peter geht los. Und los. Bro, merkst du das? Die sind voll drin, Digga. Die wissen ganz genau, was kommt, Bruder. Die singen meinen Song mit, Bruder. Und los. Jesus tippt 1 Euro. Ich habe ein Tattoo von dir heimlich gestochen auf meinem Bauch. Yassin, jetzt übertreibst du gerade. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Es ist ein wildes Jahr, meine lieben Freunde. Wir gehen rein. Peter geht los. Peter geht los. Und los. Und los. Und los. Das sind einfach seine Sprüche, aber ich muss sagen, ich mag die voll, die Sprüche von Leon Lovelock. Der hat voll so ein Händchen dafür. Das ist so wie Roos. Roos hat das auch. Der hat so ein Händchen. Bruder, wo ich das gesehen habe, so, ich kann dir gar nicht böse sein, Digga. Sag ich dir ehrlich, das ist so voll süß, Digga, irgendwie. So. Für so Signature-Sprüche, die er die ganze Zeit. Also, Roots hat mich schon echt beeinflusst. Vor allem übertrieben.
dieses schmusen, schmaven. Ich glaube, der ist gar nicht so ein Hater, Digga. Sag ich dir ehrlich jetzt, ne? Wenn ich jetzt die Hand aufs Herz lege, wenn ich so ihn angucke, so, ich glaube, der macht das auf Krampf. Ich glaube, der macht das auf Krampf einfach, weil er gemerkt hat, okay, das gibt Klicks und so, dies, das, bla, bla, bla. Aber ich glaube, weil der war ja früher eigentlich ganz anders so. Der hat ja so eine Sachen eigentlich nie gemacht, weißt du? Ich glaube, der ist gar nicht so ein Hater wie andere. Bei anderen Leuten passt, wenn ich mir einen Cynic reinziehe zum Beispiel, der ist ja so ein Schlaumeier, so ein auf, ich weiß alles besser und so. Und der hat auch diese Vibes, der sagt das auch so, ey, der will ja auch unsympathisch sein und so, weißt du? Der will das ja, der legt sich da ja voll rein so. Ich glaube, bei dem ist es nicht so, ehrlich gesagt. Ich glaube, der macht es für den Fame oder für die Reichweite, für die Klicks und für die Likes und so. Und weil er merkt, es funktioniert, aber ich, ja, keine Ahnung. Was sagt ihr? Da eine Zeit lang dieses Mitmampfen, oder? Mitmampfen, ja. Guck mal, da unten das Ding. Magma World. Bruder, bist du auch hier jetzt gerade, der immer bei uns auch da ist? Amsen ist so. Amsen ist, hat er einfach in Deutsch etabliert. Amsen ist so ein Wort, da denkst du. Das ist mein Zuschauer, der sagt, ich liebe die Sprüche. Das existiert schon immer irgendwie, yeah, oder? Er hat das richtig in den deutschen Sprachen. Aber der ist bei Jesus richtig VIP irgendwas so. Gebrauch etabliert, das muss man schon sagen. Er hat so ein gutes Sprachgefühl irgendwie dafür, yeah, was. Guck mal, da schreibt einer im Chat, hat Leon seine Unterbrust angemalt, damit es nach Meer aussieht. Bruder, jetzt, ich küsse deine. Die nennen uns Schwurbler. Aber ich finde, so. Leon hat das auch. Leon hat auch ja, voll viele Dinger Eden, gemacht. Ja. Dann, was hat er noch? Oder zum Beispiel Kommentärchen, das habe ich mir jetzt von ihm angewöhnt, weil ich mag das. Mach mal. Geiler Typ, Digga. Kommentärchen. Ah nee, aber was ich gar... Bruder, ich glaube, der mag mich sehr. Walla, ich fühle das, Digga, der mag mich, glaube ich. Ich mag, das nervt mich, muss ich sagen, ist dieses meine Judsten. Das finde ich auch ein bisschen witzig. Mein Judster? Nee, ich mag das gar nicht. Ich mag das bei genüsslich. Richtig schön genüsslich reingezogen. Wenn dich einfach irgendwas nervt, so wenn jemand was sagt und das nervt dich einfach, das ist bei mir meine Judsten. Das nervt mich einfach. Mein Judster? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Mein Judster Bester! Ich weiß, was du meinst, aber ich habe das jetzt nicht bei meinen Judsten. Also machen wir weiter, mein Judster, oder? Gott, der benutzt das sogar in dem Stream noch, Bruder. Hey Boys. Wie viel? Ja, das reicht, Freunde. Wir gucken uns jetzt nicht die ganze Reaction rein auf Krampf so. Aber Bruder, man merkt, die lieben dich. Ja, ja, da ist schon Liebe am Start auf jeden Fall. Cousin, schreib Kommentar, Bro. Was soll ich schreiben, Bruder? Soll ich sagen, da freut er sich bestimmt, Digga. Komm, verpassen wir ihm mal eine Freude, oder? Stabiles Video, mein Judster. Soll ich so sagen, Digga, stabiles Video, mein Judster. Hab dich lieb. Und so ein Küsschen, Digga. So. Bro, man muss manchmal Fans, muss man ein bisschen Dings so. Die freuen sich. Stabiles Video, mein Judster. Hab dich lieb. So. Bester Mann, Digga. So. 1:28. Bruder, die haben ein Ding draus gemacht. Die haben... Bruderherz. Keine Ahnung, wie das... Hey, Digga. Aber hast du ja gemerkt, die haben ja schon 10 Minuten alleine Verschwörungstheorie aufgestellt, warum mein Mikrofon sich so komisch anhört, Digga. Aber ich sag dir, das ist einer meiner kürzesten Videos, die ich habe, ne? Lass ich mal kurz checken, Digga, wie lang geht das Video? Die haben einen Podcast draus gemacht, Digga. Ah, jo. Der ist halt für die der Content, so, ne? Das ist halt sein Content. Mehr oder weniger. Der P. Diddy-Fall und die Ware, das sind 13 Minuten, einer meiner kürzesten Videos. Hat nicht mal jetzt auch krasse Dings gehabt und so, weißt du? Aber... Ich würde mir wünschen, dass die halt auch mal auf sowas reagieren wie hier. Diesen Mixtalk oder so. Mal Videos so oder mal ein paar Vorträge, Digga, wo irgendwas über, keine Ahnung, Alter, über die Pandemie oder mal auf das Wodak-Interview oder so. Weißt du? Bisschen random.